Marion, wir sehen es jetzt schon wieder, eigentlich ein Streit, der sich anbahnt zwischen Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf der einen Seite, Länder, Kommunen auf der anderen Seite. Und ich glaube, du hast aktuelle Zahlen mitgebracht. Genau, unstrittig ist ja, dass die Kommunen an der Belastungsgrenze sind, aber wir wollen uns genau mal anschauen, wie viele Menschen denn tatsächlich zu uns gekommen sind. Werfen wir darauf einen Blick darauf, wie viele Menschen nach Deutschland gekommen sind und wie viele tatsächlich einen Asylantrag hier bei uns in Deutschland gestellt werden haben. Denn im vergangenen Jahr, da waren das ungefähr 240.000 Menschen im Jahr 2022. Das hat sich dann in dem Jahr 2023 nochmal gezeigt, dass im Januar und im Februar allein 54.000 Menschen zu uns gekommen sind nach Deutschland. Das ist ein Plus von 85% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Menschen, die da zu uns gekommen sind und hier Asyl beantragt haben, das sind Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, der Türkei, dem Iran und auch Georgien. Wir werfen aber auch mal einen Blick darauf, welche Route die Menschen hier zu uns nehmen, um hier nach Deutschland zu kommen. Denn auch da gab es ein deutliches Plus an Menschen, die die verschiedenen Routen nutzen. Zum Beispiel hier diese Ostroute. Da gab es ein Plus von 145%. Die Menschen kommen da über Russland, Belarus, Polen nach Deutschland. Und da ist aufgefallen, dass bei vielen Afghanen oder Syrern, die zu uns gekommen sind, es einen Visastempel aus Russland gab. Also da gibt es den Verdacht, dass diese Menschen eben explizit von Russland Richtung Europa, Richtung Deutschland geschickt werden. Der zweite Aspekt ist hier die Mittelmeerroute. 225% plus. Dort reisen die meisten Menschen eben über das Mittelmeer, über Italien und dann nach Deutschland. Wir wollen aber nochmal darauf schauen, was Nancy Faeser heute gesagt hat. Denn sie hat gesagt, dass 8 von 10 Geflüchteten tatsächlich aus der Ukraine kommen würden. Das ist aber nicht ganz der Fall, auch wenn Nancy Faeser das heute gesagt hat. Richtig ist, dass das 2022 so war. 2022 hat dieses Verhältnis ungefähr gestimmt. Da kamen 1 Million geflüchtete Ukrainer zu uns und es gab ungefähr 240.000 Asylanträge. 2023, also zu dem Zeitpunkt, wo Nancy Faeser sich jetzt geäußert hat, hat sich das Ganze aber umgedreht. Da gab es im Januar und Februar eben 54.000 Asylanträge, 13.000 geflüchtete Ukrainer. Also das Verhältnis hat sich gewissermaßen umgedreht. Es gab 8 Menschen aus anderen Ländern, die Asyl bei uns beantragt haben und nur 2 aus der Ukraine. Also die Äußerungen, die Nancy Faeser heute getätigt hat, die können wir nach unseren Recherchen so nicht bestätigen. Also weniger Geld für die Kommunen tatsächlich, dann oder kein Geld mehr für die Kommunen möchte Nancy Faeser ausgeben, aber man sieht es eben hier, die Zahlen, die steigen, nur in einem anderen Verhältnis, als es eben angekündigt wurde. Am 10. Mai sind wir wahrscheinlich schlauer, dann soll es ja den großen Flüchtlingsgipfel geben. Mal schauen, ob es dann auch konkrete Ergebnisse gibt. Marion, ganz herzlichen Dank dir. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.